Ist dunkel geworden. Finde ich nicht cool. Aber ich denke, wir können jetzt sogar schlafen. Glaube ich auch. Okay. Ich hatte gerade nochmal gespeichert. So, da ist es schon wieder ein bisschen heller. So viel trinken, Alter, bin ich ja nicht gewohnt hier. Tatsächlich, dann muss ich mir das jetzt warm machen. Was kannst du? Ich kann das Fläschchen anhängen. Anhängen? Ja, das ist auch hier bei der einen Dings, finde ich das ein bisschen komisch. Da muss man halt. Ist gerade ein Vogel getötet? Okay. Komisch. Ja. Find's halt doof, dass die Kettensäge immer. Ach, nicht die Kettensäge, dass die Karte Du immer. einmal Fleisch an der Sache. Ich hab schon gegessen, danke. Das ist jetzt nicht da. Ja, okay. Was Warmes meinst du einmal am Tag so, ne? Ja, verstehe ich. Und was sagst du zu meinem Bambi nun am Lagerfeuerchen? Ganz schön, oder? Ja, was ist so? Stell dir vor, da wurde ein Heikopf hängen. Ja, der kommt bestimmt auch noch irgendwo hin. Oh, doch. Suchen wir weiter die Kettensäge oder? Wenn du das möchtest, können wir das machen. Ich habe mal geschaut, irgendwas wurde mir gesagt bei Höhle 3. Man soll sich irgendwie an einem Fluss orientieren, beziehungsweise sollen irgendwo weiße Zelte sein. Weiße Zelte. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das am Fluss ist. Ja, auf der Map, die ich da gesehen hatte, war tatsächlich da ein Fluss. In der Nähe vom großen Loch da. Weißt du wie? Ich würde halt, ja. Wir doch wohl oben lang. Ich weiß ganz genau, wenn die Kettensäge ist, dann wird hier alles kurz und klein gemacht. Ich kenne dich. So. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so. So. Das andere Bambi ist da oben. Warum bleiben die eigentlich stehen? Okay, sollen sich die Vögel holen. Das
Das wäre auch noch irgendwie cool, wenn man zum Beispiel ein Beet oder so anlegt, ne? Dass dann praktisch wie so Krähen oder so kämen und du praktisch noch dafür sorgen musst, dass die nicht, na du weißt schon. Weißt du, was ich meine? Dass die Krähen praktisch noch die eingepflanzten Samen und so essen. Ich weiß schon wieder nicht, wo du hin bist. Da. Oder wenn man irgendwie noch recyceln könnte, weißt du, so dass man so ein paar Sachen noch bauen könnte, außer Holz. Jetzt sind wir ja schon wieder bei unserer Höhle. Ja. Okay, der böse Mann ist tot. Das haben wir zum Beispiel auch nie geschafft, ne? Wir haben noch nie alle Teile für die Pistole gemacht. Oh, ich habe leider kein Dynamit. Ich glaube, das habe ich alles per Dings gemacht. Für die große da, weißt du? Okay. Na, Pistolenteile. Was denn jetzt? Okay. Laufi, laufi, laufi. Und hüpf. Ich glaube, im Kreativmodus hat man alle Sachen. Ich glaube schon. Bin mir aber nicht sicher. Hä, was hast du gerade aufgesammelt? Oh, da kommt noch einer mit dem. Guck mal, ob du hier irgendwo vielleicht eine Höhle schon findest. Aber nimm doch sie. Sie ist viel geschmackvoller. Geschmacksvoller? Wie heißt das? Ich bin böse. Rawr. Okay, hier haben wir einen Wasserfall.
Alter, wie sie einfach da reinschwimmt. Oh. Stopp, stopp, stopp. Okay, die Höhle, die hier ist, die können wir nicht benutzen, weil die geht ja direkt da rein. Kannst du dich erinnern? Okay, hier kommen wir doch der Sache. Vogel an einer Stelle. Blick auf den Fernseher. Okay, hier kommen wir doch der Sache schon her. Hier ist jetzt der Fluss. Bestimmt die großen Zelte. Kannst du dich erinnern? Ich glaube, da stehen so drei Zelte. Ja, die stimmt, die kommen ja auch noch. Wir haben bis jetzt nur einen großen Mutanten gesehen, ne? Ja, ach ja, der unten in der Höhle. Es geht noch. Ich bin eigentlich sehr froh drüber, weil die Kleinen kriegen wir noch irgendwie. Aber bei den Großen ist dann. Ja. Also rein theoretisch andersrum laufen. Ich bin dafür, dass es hier noch Schlangen geben müsste. Oder? Bist du dafür oder dagegen? Weil? Die halten viel aus, hä? Hast du gerade dem Hund gesagt, du hast ein Eichhörnchen gesehen? Zwei Stöcker. Wow! Alter! Ich hab dich gerade nur springen sehen. Wo ist es hin? Es war ein Krokodok. Aber wo ist es hin? Ich hätte es gerne mitgenommen. Das kann aber nicht dasselbe sein, oder? Aber bei mir ist. Da ist es. Okay, es ist tot. Okay. Ich finde das immer noch doof, dass wirklich immer, wenn wir Bilder in Tier töten, dass das immer nur inner das alles mitnehmen kann. Komm, wir spielen Krokodok. Wen es als erstes beißt, der hat verloren. Nein. Okay. Ich habe mich voll erschrocken. Ich habe nur was laufen gehört. Ich dachte aber, das ist nur wieder so ein klein. Oh, ein Wildschwein. Komm her. Oh nein. Könntest du mir helfen? Du jetzt immer. Da kam ein
wildes Wildschwein. Dann habe ich es geschlagen und dann hat es zurückgeschlagen. Ja, das war nicht so cool. Ach, recht herzlichen Dank. Wo ist die Sau? Da, vor dir, das ist bestimmt das. Pass auf, die werden voll aggressiv. Hier, kriegst du noch einen auf der Ongel. Nimm du's dir. Sehr schön. Hast du nie gesagt? Hier ist auch noch mal ein Fluss, okay. Okay. Das ist, na okay, es ist kein Fluss, das hier ist ein Teich. Ja, ich komme. Ja, ich bin hier auch. Ja. Aber ich sind halt nirgendwo diese diese Zelte, ich überleg gerade, wisst ihr wie? Wenn wir die richtige Höhle gefunden haben und es sollte so sein, dass wir die Tauchausrüstung bräuchten, dann würde ich die Höhle tatsächlich als erstes markieren. Weißt du wie? Das ist vollkommen okay. Geht's dir manchmal auch so, dass du Stöcker und so noch sammelst, obwohl du voll bist? Was sagt denn eigentlich? Oh, wo bist denn du? Ich glaube, wir sind da in der richtigen. Du bist da in der richtigen Richtung. Ich sehe dich mal wieder nicht. Da. Moment, ich bin gleich wieder da. Jo. Okay, nee, dann ist es hier nicht. Ja. Also nochmal der Hinweis, ne? Falls ihr euch fragt, warum rede ich so viel und Steffi nicht so viel. Meistens redet Steffi nicht viel, wenn sie sehr konzentriert ist. So, wir warten kurz. Habt ihr das gehört? Ja. Also das mit den Leinschildkröten ist okay, aber das ist nicht die Stelle. Ich weiß aber, dass bei der Stelle, wo ich vermute, wo das sein soll oder wo das sein soll, dass da auch so eine Leinschildkröten rumrennen. Weißt du wie? Weiter hochgeklappt.
ich möchte es schon gerne finden, weißt du wie? Hallo, hi, ihr zwei, na, alles klar? Du findest schon wieder Freunde? Oh, Freunde sind Freunde. Ja, kommt immer drauf an, ne? Bei manchen Menschen so, bei manchen Menschen so. Okay, nee, hier sind wir komplett falsch. Das ist ja hier schon Schneegebiet. Oh, Eichhörnchen. Oh, hallo. Guten Tag. Bist du Bewaffne so ein mich. bisschen müde? Bist du müde heute? Ja. Ist Bella müde? Alter, wir sind hier schon im Schneegebiet. Das kann ja nicht sein. Ich bin am Überlegen. Ziemlich schnell. Ist jetzt echt verzwickt. Eine verzwickte Situation. Ich laufe jetzt mal weiter oben. Vielleicht kann ich das halt von oben besser sehen, wo wir hin müssen. Aber es wird halt dunkel, ne? Soll ich uns hier mal einen Unterschlupf schnell bauen? So einer, der kaputt geht? Was meinst du? Och, Ladies, Ladies! Ganz ruhig. Zu schlafen, ja? Was, eine Grille? Keine Ahnung, das hört sich gerade übelst komisch an. Das ist Okay. Schweinchen. Nee, ich finde Schweinchen doof. Du hast Hunger. Oh nein. Nicht runterfallen. So ist fein. Ich hab'n Huhaha. Hier sind wir aber auf definitiv falsch. Servus.
Ich habe keinen Plan. Bin ich genervt? Vielleicht. Alter, das kann's doch nicht sein. Jetzt habe ich schon nicht nur ein Krokodil, jetzt habe ich sogar schon zweie. Komm her, du. Mach dich fertig. So, eins habe ich schon. Wo ist das andere? Keine Ahnung. Puh, oh, eine Möwe. Ah, da ist das zweite Krokodil. Okay. Oh, das gibt's nicht. Also ich habe ein weißes Zelt gefunden und eine Höhle. Okay, ich komme. Nachdem ich hier das zweite. Weil da drüben bist du, okay. Ich versuche zu dir zu kommen. Ja. Ich hoffe, du bist nicht ganz so weit weg. Hast du Medizin mit? Sehr schön. Komme geschwind. Dauert einen kurzen Moment. Papa, ist es nur ein Zelt? Da unten stehen noch ein paar. Ah, okay. Interesting. Hallo? Kannst du mal für mich hopse? Mit X war? Okay. Also, wenn mich jetzt noch ein Krokodil angreift, dann war's das. Warum habe ich eigentlich keine Dings mit? Keine Medizin.